So, lala. Hi Leute und willkommen zurück zu Let's Schnetzel. Ein Dust in Elysian Tale. Es geht weiter mit dem lustigen Hack and Slay. Wie war es schon so rum? Und ja, willkommen zu einem neuen Abenteuer. What's all this? Keine Ahnung. These flags are a warning. The area up ahead is among the most dangerous of places. Ja, dann ab dafür. The challenges and creatures within are unlike anything you've dealt with before. Death will come swiftly if you are not prepared. Ich brauche mehr Angriffskraft. I think I've heard of these arenas. It's rumored they contain precious treasures. Hör dann. Your memory's coming back. Just little bits here and there. Think we should go in? Yep. Nein, habe ich vergessen. Ab dafür. Okay, runter. Hey! Ballas im Selbstmordmodus. Huch! Okay, was besiege deine Feinde und zerstöre Lampen, um Punkte zu halten? Wenn deine Feinde bei dir schnell werden die Punkte abgezogen. Okay. Gehen wir töten. Was ist das hier? Das ist nix. Huch. Oh, okay, Arena. Denke ich. So, haben wir ja gut hingekriegt. So. Lebt da noch irgendjemand? Okay, da habe ich was kaputt gehauen, was Punkte gibt. Ah, hallo Jungs. Bam. Hep. So. War da was? Ich glaube nicht. Macht das Feuer aus. Ich mag kein Feuer. Feuer ist böse. Nein! Los, stirb! So. Okay. Wie viel haben wir geschafft? Achso, das war eine Lampe. Die Lampe muss ich kaputt machen. Ah, ich verstehe. Lasst mich durch. Ich habe hier noch ein paar Rechnungen zu begleichen. Okay, so. Die Läden wurden aufgefüllt. Sehr schön. So, zack. Huch. Ah, da war wieder eine Lampe, die ich verpasst habe. Mist. Und schauen wir mal, wie gut haben wir abgeschnitten. Das sind wahrscheinlich hier so ein bisschen, Alternativdinger. Okay. Zeitbonus, jawohl, 4 Sterne. Ja dann, ich glaube, das war gut. Escape ist beenden. Sehr gut, was kriege ich dafür? Kraftsalbe. Eine mächtige Mischung aus energiereichen Stoffen. Ja dann, ne? Benutzen wir das. Das klingt gut. Ah ne, plus 30. Ah, das ist ja... Also, nein. Anfängermist. So. Ah, okay. Da reinhüpfen. Huch. Ach, und jetzt bin ich wieder am Eingang. Wie komme ich hier hoch? Wie komme ich hier raus? So? Okay, ja, so kommt man raus. Alles klar. Das war schwierig. Eigentlich nicht. Ja. Niemand kann mit meiner Macht mithalten. Meine ich natürlich so. Ne? Oh, ich weiß gar nicht, wann ich angefangen habe mit Aufnehmen. Inzwischen weit im Norden. Huch, wer bist du denn? Sir, the preparations are nearly complete. We found another of their camps, but... But it was deserted, of course. Keep up your search. They're going somewhere, and we need to know where that is. Of course, sir. If that's all... What of the rumors, Commander? Is there any truth to them at all? We... are investigating, sir. But surely you don't believe. Commander, it is not your place to question what I believe. Our moment of glory draws near, and I want results. As you wish, General. Where are you, my friend? Why are you hiding from me?
Weil du der Endboss bist, glaube ich. So. Moin, Fidget. Oh, das ist so süß, wie Fidget da hängt und schläft. Das ist... Oh. Huch, die Lichtung, da gibt's was Neues. Na dann, auf zur Lichtung. Und wo gibt's hier was Neues? Gehen wir mal dahin. Achso, das ist das Dorf, oder? Nein. Das Dorf war das andere, war der andere Punkt. So. Huch. Ah, Levelaufstieg. Okay. So, hier, Power. Bam. Ja, natürlich. Killer! So. Das ist ganz schön lame eigentlich, was ich hier mache. So eine Glaskanone. Oh, das ist der Baller-Style. Deal with it. Bam. So, als erstes gehen wir jetzt auf einmal auf alles, was Damage macht, bevor wir dann weiter skillen. So, zack. Einmal hier. Quick Save. Ja, moin, was geht? So, you're helping those people out? Nein. We're doing our best. That's a good boy. Oh, that's a good boy. My boy. So, mal schauen, wo ist der Alte hin? Alter Mann. Bambi! Ich mag Bambi nicht. Bambi ist böse. Sehr böse. Sah es vorher hier auch schon so aus? Ist schon lange her, dass ich hier war. Ja, da oben. Das stimmt, da wollte er hochklettern. Das hat er nicht geschafft. Kritischer Treffer. 828. Ich hätte gerne so ein paar Auto-Heal-Items auch. So. I can fly. Bam. Federsturm. Da kam ja noch einer runter. Das ist so geil. Also das durch die Luft flattern, das macht mir, das bereitet mir sehr viel Freude. Ich glaube hier hatten wir. Ach nee, Moment. Ah, hier unten dieser Käfig? Ja, genau, daran erinnere ich mich noch. Da hatte ich nicht genug Schlüssel dabei. Habe ich jetzt genug Schlüssel? Scheint so. So, und schauen wir mal. Irgendwen haben wir befreit. Das ist Meat Boy! Oh, 5% Gesundheitsbonus. In der Weihestätte, die du über die Weltkarte erreichst. Wir haben einen Meat Boy gefunden. Moin, Meat Boy. Ja, Super Meat Boy, kennt man vielleicht auch. Auf schwer getrimmtes Ding. Erwischt. Na, boom, baby. Ist hier ernsthaft irgendwas Neues? Ich weiß ja nicht. Hier unten irgendwas? Nö. Da ist ein Händler. Ja, moin. So, you have slain the one known as Fuse. I had no choice. He'd lost his mind, murdered many innocents. I am not judging, friend. His death was sad, but necessary. Forgive me for asking, but are you a Moonblood? The Moonbloods. They are an ancient race. And their presence is not tolerated in these lands. One would be at a disadvantage among so many warm-blooded creatures. I understand. I believe you do not, my friend. But I will not press the matter if you do not. Okay. Hat er uns damit also gerade gesagt, dass er eigentlich so ein Mondblut ist? Your transaction is most appreciated. Ja, das sagen sie alle. Watch your back, my friend. Womit wir auch nochmal dazu kommen könnten, weil das ist, finde ich, eigentlich ein interessantes Thema. Es hängt ja in solchen Sachen hier immer davon ab, auf welcher Seite man steht. Was man, wer gut und wer böse ist. Ich glaube, das hatte ich so schon mal das letzte Mal gesagt, aber ich finde es echt interessant. Vor allem, wenn man sich überlegt, was wir hier für... Ja,
Monsterhorden praktisch niederschreddern, die, einfach nur praktisch hier leben und von uns im Grunde, also von den, ich nenne sie einfach mal Menschen, obwohl es keine Menschen sind. Also behaupte ich jetzt einfach mal, es sind Menschen, bla bla. Und zwar, dass einfach wir hier praktisch in der ihr Reich eindringen und, ja, einfach auf sie losgehen, praktisch sie verklappen. Eigentlich schon eine sehr tragische Geschichte, also... Tragische Geschichte, das sind halt Geschichten, die das Leben im Grunde auch so schreibt. Weil wenn in der Welt alles fair wäre, dann bräuchten wir keine Kriege. Da könnte man sehr schön drüber philosophieren eigentlich, finde ich. Also das ist schon meiner Meinung nach ein interessantes Thema. Gerade weil wir hier im Grunde vielleicht auch die Bösen eigentlich sind. Wir wissen es ja nicht, wir sind ja ohne Gedächtnis. Was für solche Storys halt immer eigentlich ein sehr guter Punkt ist, um da... Huch. Aha. Hier gibt es noch Schlüsselchen. Yay, ich habe Schlüssel gefunden. So, schauen wir mal. Okay. Ist hier noch was? Ach, ja. Ups. Den haben wir mal durch die Gegend geschoben. Hey. Bam! Nicht mit mir, du kommst nicht weg. Geht das hier weiter oder nicht? Es hat so bedrohlich geblinkert. Oder ging es dann darum, dass ich hier den kleinen Meat Boy befreien konnte? Mal schauen, was wir noch für Dinger finden. Bam! Counter! Okay, also diese Counter-Situation muss ich vielleicht noch ein bisschen üben. Das kommt immer relativ zufällig. Und wusch! Wo flattert ihr denn hin? Moment, wie war das? So konnte ich ändern. So. Probieren wir mal ein bisschen den neuen Skill aus. Hui! So. Schön ist die. Au! Ja, die Glaskanone schlägt wieder zu. Schau mal, ich hoffe ja, dass hier ist. So, als nächstes werden wir Fidgets Power erhöhen und dann mal gucken. Ja gut, aber das wird jetzt etwas dauern, weil die Viecher hier, habe ich das Gefühl, sind etwas unter uns. Vom Level her, weil ich meine 10 Erfahrungspunkte proben habe. Haben wir nur 5 gehabt. Oh, jetzt muss ich... Oh, Kinder! Ernsthaft? So. Tut das Not, dass ich euch damit verkloppen muss. Ich meine, ihr tut mir also schon ein bisschen leid, eigentlich. Nee, 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 nee. Bang! So, stellen wir mal den Angriff wieder um. Beams! So. Ach ja, fleißig, lustig, Monster schreddern ziehen wir durch die Gegend. Huh. Da ist ein Rezept gedroppt mal wieder. Ein glanzloser Ring. Eigentlich ist auch nichts, was die Welt bewegt, glaube ich. Da wäre schon einen glanzlosen Ring. Bambis. Wunderschöne malerische Zauberwald. So, hier geht's irgendwo runter. Achso. Truhe und da irgendwo unten durch, wo wir noch nicht durchkommen. So. Und ja, hier, das war so ein bisschen das ganze Tutorial-Stück. Ich erinnere mich. Ich hoffe, ich muss hier überhaupt lang. Ich sollte vielleicht eher zum Bürgermeister und ihm sagen, oh, ich hab's geschafft. Aber Ablenkung ist immer gut.